Was ist eine 360 Grad Beurteilung? Nun, das ist eine Rundum Beurteilung. Was heißt das jetzt schon wieder? Nehmen wir an, hier, das ist der zu Beurteilende, das kann natürlich auch das Unternehmen sein, dann bedeutet das, dass dieses Unternehmen beurteilt wird oder dieser Mitarbeiter beurteilt wird, Vorgesetzter beurteilt, die Kollegen beurteilen, der Kunde, also die Kunden, die Lieferanten. Ja. Grad, wohin immer dieser Mensch sich dreht, mit wem er zu tun hat, von dem wird auch beurteilt. Das ist eine 360-Grad-Beurteilung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.